Wir begrüßen alle Zuschauer. Heute ist ein guter Tag, den Gott gemacht hat. Alexander. Grüß Gott. Du hast uns interessante Zeugnisse erzählt. Gibt es noch ein Beispiel, das du uns erzählen möchtest? Ja, Zeugnisse sind wichtig, weil wenn wir Evangelium predigen, das gibt uns auch Kraft. Also sobald ich anfange, Evangelium zu predigen, also ich spüre, wie Heiliger Geist fließt. Das gehört zur Waffenrüstung. Epheser 6, ja? Wir müssen die Schuhe anziehen, Evangelium zu predigen. Ein Zeugnis. Bete ich einmal, also Nachmittag, mache ich Anbetung. Und meine Nachtschicht, jahrelang Nachtschicht gefahren, als Kraftfahrer. Und dann, nachdem ich aufstehe, mache ich Musik an und dann mache ich Anbetung. Also das ist so immer gewesen. Und dann mache ich Anbetung und dann sehe ich im Fenster oft, da geht ein Opa spazieren gehen mit dem Hund. Und dann mache ich Anbetung und dann höre ich die Stimme vom Heiligen Geist. Der Herr spricht, siehst du diesen Opa? Sag ja, geh zu ihm und predige Evangelium. Denke ich, ja, okay, bin ich raus und dann der ist schon zurückgegangen, also zu seinem Haus. Und dann komme ich zu ihm, habe ich Hund kennengelernt, Opa nicht, aber Hund. So. Und dann habe ich gesagt, sind Sie katholisch? Sagt ja. Und dann ganz kurz habe ich Evangelium gepredigt, also das ist nicht viel, aber ganz kurz habe ich Evangelium gepredigt, habe mit ihm gebetet. Und ja, er hat Jesus als der Herr bekannt, also, und ja, das war's. Und was interessant ist, nach kurzer Zeit habe ich diese Opening gesehen, ältere Mann, ja, habe ich, also der war ganz alt und Hund war sehr alt, also die beiden waren sehr alt, ja. Und da habe ich ihn nicht gesehen, also das heißt, also wenn ich damals das nicht gehört habe vom Herrn, ja, der hätte wahrscheinlich gestorben und dann, ja, der wäre nicht beim Herrn gewesen. Aber ich hoffe und ich glaube, wenn jemand Jesus als Herr bekennt, mit ihrem Mund und dem Herzen glaubt, dass er von Toten auferstanden ist, der ist gerettet, ja. So ein kurzes Zeugnis, ja. Alexander, vielen Dank für dein interessantes Zeugnis. Liebe Zuschauer, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Amen. Amen.